Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play hier bei den Empowered Monoliths, ja, die gestohlene Lanze. Und ja, wir haben letztens im Livestream da den letzten Boss vom höchsten Monolithen geschafft, haben eben diese Empowered Monolithen freigeschalten und ja, es macht momentan echt viel mehr Spaß natürlich mit stärkeren Gegnern, mit mehr Loot, mit, ja, besseren Echo-Ballonen und so. Jetzt schauen wir mal, wie gut wir vorwärts kommen. Ich muss die Kampagne aber noch fertig machen. Die mache ich dann mal zwischendurch, wenn ich ein bisschen Zeit habe, weil das nützt ja nichts, wenn wir die Kampagne durchmachen und das ist alles viel zu leicht. Also lieber doch jetzt gerade noch nicht. Wir machen sie dann wieder fertig, wenn die Vollversion draußen ist. Dann haben wir sie sowieso. Das ist momentan gerade wieder ein bisschen schwerer, habe ich so das Gefühl. Oder irgendwas fehlt. Ja, nein, das ist einfach ein schweres Echo. Gut. Jo, nicht zu verachten, oder? Es ist jetzt, weiß nicht wie viel stärker, aber sehr viel schwerer. Weil wir gerade 100 Corruption drauf haben, oder? Und, jo. Klar. Auch ein bisschen noch Mangel an Items haben und so. Es droppen nicht die Items, die ich für den Bait brauche, aber die finden wir jetzt sicher hier im Empower. Bis dann müssen wir halt noch ein bisschen manchmal Schaden erleiden. Aber gut. So, jo. Ein bisschen ausprobieren mit den Skills noch. Die sind vielleicht selber zuschlagen noch, damit wieder abrocken. Genau. So. Und mit mehr Beins machen wir natürlich auch mehr Schaden und führen die Gegner mehr ein. So. Jo. Und sonst, ja, bin ich gerade wieder an einem neuen Bild dran. Einen mit Gletscher, oder Lawine, genau, Lawine ist es. Das ist der andere Skill vom Sorcerer. Aber Lawine, weil ich einfach Schamane auch noch ausprobieren möchte. Und genau, halt einfach Lawine noch nicht so benutzt habe. Das sind diese Steine, die manchmal bei den Gegnern rundkommen und die wie Schaden machen. Einfach mal kurz anschauen, noch testen, bevor die Vollversion rauskommt. Und jo, ich bin mal gespannt. So, also hier jetzt nach dem Part wird wahrscheinlich viel passieren bei mir. Also ich bin jetzt Ende Akt 5 mit dem. Das heißt, mit dem level ich noch ein bisschen, mit dem tue ich noch ein bisschen Kampagne fertig machen. Die zu allen ein Attribut Belohnung bekommen. Mindestens einmal noch pro, also ein Skill Level. Jo, eins auf alle Skill-Levels, genau. Jo, und dann sind wir eigentlich dann jo, sowieso ein bisschen besser ready. Das macht viel aus, denke ich. Oder vielleicht lohnt sich es auch noch nicht ganz, aber ich möchte dann natürlich schon ein bisschen stärker sein für die schwierigeren Monolithen und Echos. So, eine Arena wird wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher sein, aber ich darf mich nicht hier rein. Mal kurz hier den Schleim nehmen. So, müssen einfach manchmal die Gegner einfrieren oder solange sie hier sind, damit sie nicht so viel Schaden machen können. Ja, zum Beispiel hier habe ich jetzt ein bisschen Schaden bekommen. Ja, dieses Kill ein bisschen zu langsam ist, aber das macht nichts. Wir heilen uns schnell wieder. So, und eigentlich immer auch die Totems aktiv haben. Ich glaube, es wird aber nur einer beschworen. Jo, ich freue mich wieder riesig, dass ich bei den Empowered Monolithen bin. Es war ja ein bisschen knackig, viele Builds waren einfach nicht gut genug. Brauchten zu viele Items oder so. Und das ist halt echt schade, oder man weiß nie. Man hat nicht so das Spielerfeedback, oder so. Im Pesofexel hat mir immer so gefallen, ja, die Streamer und so haben diese Skills
gezeigt und so. Ich konnte einen Skill aussuchen, was mir am besten gefiel. Und doch war es halt dann meistens manche Bets auch zu OP. Und hier weiß man es noch nicht, oder? Ob jetzt ein Buildmaker OP ist oder nicht. Das ist immer so unterschiedlich. Vielleicht gibt es das in der Vollversion dann, dass man halt wirklich doch einen Skill oder so favorisieren kann. Oder doch viele mehr. Ich weiß aber nicht, wie der Entwickler gut ist. Also der Runenmeister wird wahrscheinlich heftigst genervt. Da haben es die Spieler viel zu einfach gehabt, die sich auf das konzentriert haben. Ich fand aber der Spielstil überhaupt nicht gut. Entweder machen sie es anders mit den Skill-Voraussetzungen bei dem einen. Oder sie machen es einfach, ja, einfach ein bisschen besser, oder dass man es frei wählen kann, welche drei Skills denn benutzt werden oder so. Wird dann wahrscheinlich auch wieder stärker sein, oder? Auch wenn ich dann immer die R-Taste drücken muss und so, das nervt. Wenn dann die E- und die R-Taste. Das geht dann meistens nicht. Ja. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen dran, hier die Idole zu holen. Und auch das Unique kann ich holen. Hier auch. Und wenn wir oben sind, können wir den Boss-Ding. Genau, und Oribis Blick müssen wir noch holen. Ja. Also eben Verderbnis 100, das heißt Empowered. Gut. Ah, jetzt habe ich den Ding nicht mehr. Hier ist der. Das Briggen. So. Jetzt wieder quasi Verwandlung wegmachen. Und dann müssen wir schauen, wir nehmen halt einen anderen Skill dann. So. Weil, jo, wir haben einfach zu wenig Leben für den und Resistenzen. Irgendwann mal stirbt er dann so oft immer. Vielleicht können wir noch etwas dagegen tun, aber ja, es ist halt jetzt momentan einfach mit dem Equip-Stand und so ein bisschen schwer, den am Leben zu behalten. So, ich weiß ja, wo ich hier hin muss. Das ist eigentlich immer so ein Schlangenlevel, da muss man nicht runter. Doch, man muss hier runter, genau. Aber auch sonst ist es eher Schlangenlevel. Ich hab's verwechselt mit einem anderen am Ende. So. Ist wieder ein bisschen bequemer zu kämpfen in diesem Echo. Aber man merkt schon, wie stark die Gegner sind, oder? Man will jetzt nicht unbedingt so. Jo, echt spielen oder einfach ganz viele Gegner haben. Das macht es natürlich schon. Das ist ziemlich schwer. Und gemein. Ich sterbe ja immer gemeinige Tode. Im Livestream, aber jetzt habe ich gerade so ein bisschen manchmal Probleme. Liegt aber wahrscheinlich an den Echo-Modifikatoren, die jetzt gerade ein bisschen schwieriger sind. Und den Gegner halt auch noch. Ziemlich OP-Gegner hier. Sehr gut. Wunderbar. Also, wir farmen ein paar Uniques jetzt in den Empowered Monoliths. Wir konzentrieren jetzt mal uns auf ein Relic-Unique. Und noch auf einen Zauberstab, glaube ich, oder so etwas. Jedenfalls hier irgendwo. In diesem Monolith. Und dann gehen wir rüber zum zweithöchsten rechts. Die dunkle Sonne. Und dort holen wir erstmal die Rüstung, die ich immer noch nicht habe. Und da gibt es, glaube ich, irgendwie noch ein Amulett. Nein, das gibt es, glaube ich, hier in diesem. Das ist eine Amulett.
könnte hier droppen. Ich bin mir nicht sicher, aber Deviation, so wie das hier. Jo. Also erfahren, also immer etwas lernen natürlich über das Spiel nicht natürlich. Kann nur noch manchmal nachschlagen und sonst habe ich noch zu wenig Zeit, um jetzt wirklich intensiv im Spiel zu widmen. Irgendwas. Jo, voraussagen kann. Aber es ist auch das Gute, oder? Man muss nicht over the top sein, man möchte lieber auch alles selber rausfinden können. Aber nun mal ist es heutzutage auch wichtig, was man manchmal sich informiert. Aber jo, alles nacheinander, oder? Nicht gerade so. Das selbst spielende Spiele gibt es einfach gar nicht mehr. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ja, man muss ständig irgendwo in Wikipedia oder bei den anderen Spieler sein, um irgendwas rauszufinden oder so. Wieso eigentlich? Also, wieso muss immer alles over the top irgendwie sein? Also, dass man einfach diese Unix oder so sehr hart farmen muss? Keine Ahnung. Weil, wenn man nicht weiß, wo man es droppt, dann kann man ja auch da gar nicht so konzentriert danach suchen. Außer man verliert sehr viel Geld dann. Gift, Elementarsch an. So, einzigartigen Gegenstand. Oh, nochmal so ein. Oh, war nicht gerade so ein Hofen. Warte, 13, hab ich das richtig gelesen? Ja, ist nicht so hoch. Ja, gut. Egal. Also, dieses Level können Sie ein bisschen überarbeiten. Das war jetzt einfach laufe bis zum Ende und besiege den Boss. Hm. Ja. Heilen bei Nahkampftötungen. Wir machen leider nicht so Nahkampftötungen. Lawinenfelsen, so, das habe ich genug. Schauen, ob es werden Verwandlungen, brauche ich irgendwie nicht. Ja. Verlängerte Dauer für Dinge. Und Gift. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Giftbeet irgendwie mal machen. Für Minions. Gut. Cool wäre vielleicht mal noch ein Bärenbild. Aber ich finde den Bären irgendwie langsam. Ja, nicht langsam, aber. Irgendwie ein bisschen. Bisschen unsympathisch. Also, ja. Also, wir haben hier oben doch irgendwo noch ein Ding gehabt. Den Zauberstab. Echo, den haben wir, glaube ich, aber gemacht. Ja, ja. Dann gehen wir hier runter zu dem. Hier haben wir Bonus. Steif, easy. So. Oh ne, Eishöhle, cool. Also der Ding ist immer tot von den Bossen. Ja, das ist nicht so toll. Ja, das ist jetzt hier die Lawine. So. Und mit diesem Bild mache ich jetzt gerade momentan. Also mit diesem Skill mache ich jetzt gerade ein Bild. So. Oh, das sind aber ganz viele von diesen Reifriesen. Uiuiui. Und der ist auch noch hier. Onkel Fritz. Ist Fische frische. Frische Fische. Ist Fische frische. Ist Fische frische. Fische. Ist frische Fische. So jetzt. Wow. Zungenbrechen. So, genau, das ist wieder leicht hier. Also wir haben jetzt gerade einen Modifikator gehabt, der die Bosse, der Gegner einfach sehr stark und zäh gemacht hat. Jo. Und jetzt ist es wieder ein bisschen easier. Es ist diese Eishöhle so. Fest, große Gegner und so, es ist doch nur eine Höhle. Ist da noch Ding drauf? Schauen über Zeit verdienen, okay. Also wenn ich jetzt so nachdenke, ja, ich könnte zum Beispiel einen OPB noch machen, bis die Vollversion da ist. Was würde ich denn machen? Ich spiele diesen Bit. Ich würde noch ein Shuriken Ding Blade Dancer machen. Einfach just for fun. Gut, dann brauchen wir aber noch ein bisschen Zeit für den. Und den Avalanche. Ding muss ich einfach ein bisschen ausprobieren. Nützt etwas mir? Was ist Avalanche? Ja,
machbar mit, ja, mit dieser Dauer und Folgen und alles, was drauf ist, was wir machen müssen. Also, dass er uns folgt, diese Steine. Ist er gut genug? Ich sehe jetzt einfach vor Level 35 einfach, jo, er ist, also der, die anderen Skills sind ziemlich stark, zum Beispiel der Blitztotem auf Eis ist ziemlich stark, ja, aber wie ist Avalanche-Boulder, ist es dann derjenige, der wirklich dann den heftigsten Schaden macht, wahrscheinlich schon, klar, weil zum Beispiel die Raben auch nicht so viel Schaden machen. Jetzt sehe ich gerade, die Raben sind immer wieder ein bisschen gestorben, diese Krähen. Jo. Nützt der Beet überhaupt mir jetzt? Also, dann mache ich lieber einen neuen Beet und warte auch hier mit der Kampagne noch ein bisschen und dann haben wir einen neuen Beet. Und morgen, ja, kann ich hoffentlich wieder ein bisschen länger livestreamen. Also morgen vielleicht noch nicht, aber am Donnerstag und dann ist wirklich Schluss. Ich mache es jetzt wirklich wieder einem Menschen zuliebe, weil er im Krankenhaus ist. Morgen halt im Krankenhaus. Einen Besuch abstatten. Aber dann, ey. Kann ich so hunderttausende Leute haben und dann noch für hunderttausende zu livestreamen? Nein, nicht da. So viel natürlich. Aber das kann ich einfach nicht, oder? Ein Mensch ist so begrenzt und Freunde machen halt auch immer wieder sehr viel Zeit weg. Und so Arbeitskollegen wie zum Beispiel Lukas und Leon und ein Kaktus und Chris, ja Chris nicht so, der ist eher am Zuschauen als irgendwas machen, klar. Ja, der nehmen halt, also denen mache ich viel gerne, oder? Mit Chris tue ich halt gut gerne chatten und ja, der ist immer da und hilft mir. Der braucht auch sicher viel Zeit, ja. Und deshalb bin ich lieber gerne am PC, wenn ich halt auch nicht unbedingt Training brauche. So ist er nicht. Heute war ich so mega müde. Viel zu viel trainiert noch gestern. Und fühle mich jetzt schon viel besser um diese Uhrzeit um 23.21 Uhr, genau. Dass ich eigentlich ja, sagen könnte, jetzt morgen tue ich Livestreamen, übermorgen tue ich ein bisschen Sport machen und dann noch viel livestreamen, denke ich mal. Wenn beides reicht. Und dann ist das alles gut. Es lohnt sich ja auch mehr online etwas zu machen. Ja. Okay. Fußball könnte sich dann bald mehr lohnen, aber da muss ich ja zuerst mich noch begrenzen. Also das, was ich jetzt mache, ist natürlich viel zu intensiv für den Körper. Er wächst so schnell. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon wieder so 2-3 Kilo zugenommen seit der letzten Wiegung. Einfach pure Muskeln. Und sonst bin ich dann wirklich zu breit. Dann bin ich eher Wrestler als Fußballspieler. Ist auch nicht so gut. Also es ist wirklich ja, sehr fortgeschrittenes Training, das ich mache. Und das kann halt schon sehr, sehr anstrengend und müde machend sein. Aber gut. Ich fühle mich auch besser damit. Ich musste echt lange Pausen machen, weil ich die Krankheit nicht aushielt. Die Schmerzen von der Krankheit nicht aushielt. Und durch den vielen Sport halte ich die Schmerzen gut aus. Also sie sind fast weg. Also sie sind nur teilweise da, wenn ich unter Druck bin oder so. Also unter körperlichem Druck. Und deshalb ist es besser, wenn man halt wirklich etwas am Körper macht, Training, und dafür die Schmerzen nicht hat. Vielleicht bin ich halt einfach so und brauche halt auch mehr bewegen. Und das können manchmal so fast 20 Kilometer pro Tag sein. Und Krafttraining ungefähr so 2-3 Stunden. Pures Krafttraining. Ja, so schwer ist Krafttraining so. Machen wahrscheinlich die meisten Bodybuilder nicht, was ich mache. Ist leider so, also ist schon so, dass es nützt, oder? Und, okay. Dieses Unique hätte ich jetzt nicht gedacht.
Jo, jetzt ist einfach die Frage, wie ist ein Shuriken-Bild gut? Es ist Glancing Blow und Glancing Blow macht, glaube ich, 35% Schadensreduzierung, wenn es eintritt. Aber wie kann ich zum Beispiel dann ausweichen und so? Ich glaube, ich tue gar nicht mehr ausweichen. Ich habe nur noch die Chance auf Glancing Blow. Also wie soll ich denn genug zäh sein? Also soll ich ausweichen Bild machen? Soll ich nicht ein Glancing Blow Bild machen? Das ist so die Frage, oder? Also keine Ahnung, wie ich das machen soll. Sind wir zäh genug damit? Die Rüstung kann ich nicht tragen, weil wir nicht zwei Waffen tragen und nicht eine Zweihandwaffe. Irgendwas reduzieren noch mehr gibt es sonst auch kaum. Jo. Das Beste wäre jetzt wirklich das Amulett noch zu farmen. Und eigentlich so schnell wie möglich auch dieses Schwert noch Ding machen. Legendary. Das ist eigentlich die beste Methode. Ja, ich werde wahrscheinlich sehr lange spielen müssen. Nur damit ich einfach noch vor dem 1.0 Version noch das schaffe. Aber mache ich ja gerne. Ich spiele gerne das Spiel lang. Hier ist jetzt irgendwie ein bisschen langweilig. Also sind aber viele Gegner, die so herumstehen. Ich mag nichts machen. Da, wenn sie eingefroren sind. Aber im nächsten Echo wird es wahrscheinlich wieder losgehen. Das sind Müllgegner. So, wo haben wir den Beacon? Ja, wo haben wir den Beacon? Wir müssen Gegner töten, damit wir den sehen. Hoch zum Schrein. Ich muss morgen noch zur Bank, das darf ich nicht vergessen. Sonst habe ich kein Geld auf der Kreditkarte. Was gibt es sonst noch für Games? Es gibt, glaube ich, einen neuen Runemaster-Bild, der vielleicht sehr OP ist. Wieso geht's hier nicht durch? Diese blöden Bugs müssen doch endlich gefixt werden. Der Monolith, ja. Der Monolith, den brauche ich jetzt gerade nicht zu tragen. Ich habe immer noch dieses Schild hier. Was ich eigentlich auch ersetzen könnte. Aber ich finde es schon sehr gut, wenn wir die Blockchance darüber holen, als einfach so 18% mehr Blockchance noch haben. Sonst keine guten Stats. Vielleicht bekommen wir noch Resistenzen drauf, aber ich habe die Schäde gar noch nicht so gut angeschaut. Welche Schäde sich da lohnt. Okay, da unten ist es gut. Das ist jetzt wieder ein längeres Level und eben so stunzdoofe Gegner. Gerade ein bisschen knackig. So, gut sehr. Wie kommen wir jetzt am besten hier runter? Ich will doch noch das letzte Echo machen. Ich mache einen längeren Part, sonst ja. Ist auch noch nicht so lange das Video. Das Witzigste ist, ich habe echt lange heute und gestern Skyrim modden lassen, also ja, Mods installiert. Und am Schluss habe ich gesehen, irgendein Mod macht mega viele Fehler rein. Hat einfach mal General Tullius am Anfang einen schwarzen Kopf. Ganze Körper, also die Arme, die man sieht und die Beine sind hell, so wie er immer ist. Und der Kopf ist zum Beispiel ganz schwarz.
Oder auch die Wachen hinter ihm ganz am Anfang hat einfach mal, haben einfach mal so fast verschwommene Gesichter und so. Jetzt muss ich alle Mods nochmals durchsuchen. Aber eventuell einfach weniger Mods installieren, vor allem die optischen Mods rausnehmen. Wenn die halt nicht funktionieren, dann ja, Pech gehabt, oder? Ja, das ist ein Problem mit Mods. Man kann nie sicher sein, ob sie richtig funktionieren. Aber ich wollte so ein Rollenspielprojekt machen. Ja, mache ich auch, aber mit wenig Mods. Kann auf viele verzichten, weil sie sind eher so Ambiente. Sind zum Beispiel mehr Tiere, mehr NPCs. Ja, so ein Zaubermod noch, den möchte ich nutzen. Mit so Druiden-Skills und ähnlichen Skills, also ja, einfach mehr Zauberformen, Zauberarten. Und ja, alles Mögliche noch. Genau, einfach Katzen und Hunde überall. Die werde ich vielleicht noch irgendwie lassen. Ja, Tiere auch, also so Wildtiere auch. Aber vor allem die Optik-Mods muss ich heute wieder rauswerfen, bis ich sehe, ah, das ist der Mod. Aber allgemein möchte ich es auch nicht zu dunkel haben. Man hat gesehen, am Anfang ist man so in einer Kutsche und da hat man fast nichts gesehen am Anfang. Später auch im Dorf dann nicht mehr viel. Weil das hat einfach Shaders sind und die machen halt alle Schatten so mega dunkel, das sieht so hässlich aus. Das einfach nicht geht. Harmoniert nicht so mit dem Realismus und so. Ja, das ist ein doofes Level, das haben sie nicht so gut gemacht. Es dauert halt auch wegen dem Monolithen Schwierigkeitsgraden. Und dann ist eben die Performance nochmals sehr schwer, oder? Es tut einfach sehr heiß wieder den PC mal. Frame-Einbrüche habe ich quasi nicht gehabt, aber. Oh, der Armbrust. Ich wette, es gibt einen guten Bild. Also, man könnte einen guten Bild machen. Was ist das für ein Szept? Okay. Dann gehen wir natürlich noch kurz das machen. Den, das Amulett brauche ich nicht, aber ich möchte gerne noch die Arena machen. Im nächsten Part machen wir, glaube ich, die Arena kurz. Also so weit wie ich schaffe, oder? So, da ist ein bisschen der Gegner scheinbar. Der da ist am stärksten wahrscheinlich. Das ist nicht mit dem großen Boden da. Das sind kleinere. Das sind Krieger. So. Das könnte es höchstens sein. Aber schauen, dass der Boden uns nicht trifft. Von heftigen Schaden. Arias Skill am Boden. Ja, es ist wieder sehr, sehr interessant zu spielen. Ich liebe das einfach. Auch ein bisschen aufpassen muss. Sollte aber nicht zu stressig sein. Wenn es dann, ja, wenn man dann immer wieder Flask Piano machen muss. Es hat nur ein Floors Flask, aber dennoch. Ja, es macht keinen Spaß, oder? Ich komme viel zu spät runter. Wenn sie drum unten sind, sind sie schon lange tot. Die Ranken sind dann schon platziert dort. Gut. Spinne mit der Vielfältigung. Ach, wie süß. Ja, die Ranken sind wie mit Maschinenguns. Zehntausend Schaden hier. Genau, der Boden. Dankeschön, dass ich ihn fressen konnte. Danke.
Eigentlich schon. Ja, es ist wahrscheinlich voll natürlich. Einfach schon gibt es nicht, aber sieht so heilig aus. So. Cool, wenn es erst wenn es so Mischelemente gäbe noch. Ja, Dienerschaden alleine ist natürlich nicht so wichtig. Nehme ich nicht mit. Okay. Das Geld nehme ich nur mit. Also, was ist das? Ein Nebenhandkatalysator. Oh, langweilig. Okay, es ist einer der besseren, aber. Ich hätte jetzt gedacht, ich bekomme eines der wichtigen Zauberstäbe. Gut, also wir hätten hier jetzt noch ein Scepter-Echo und das machen wir aber nach der Arena. Also wir machen die Helden-Arena dann wahrscheinlich. Die unendliche Arena könnten wir auch mal probieren einmal. Mal gucken, was wir im nächsten Part schaffen. Dankeschön fürs Zusehen. Jo, tschüss.